Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ark Survival Evolved. Hier auf der Karte Ragnarok. Ja, wir machen hier weiter. Ich habe schon wieder ganz vergessen, was ich eigentlich alles machen wollte. Gucken wir einfach mal. Also als erstes weiß ich noch, ich wollte bei den Engrammpunkten gucken. Hier einmal das Fernrohr machen. Und dann wollte ich noch Lederrüstung erlernen. Ein Kompostbehälter ebenfalls. Und hier die Wasserrohre. So, und den Dinosaurier-Torbogen. Und Dinosaurier-Tor. Und Raptor-Sattel. So, weil ich wollte mir jetzt eigentlich nochmal in naher Zukunft schnell einen größeren Dinosaurier mal zähmen. So, was haben wir hier noch sonst so? Stego, Pecherino, Manto, Manta, meint nicht Manto. Okay, ansonsten passt das eigentlich. So. Ja. Dann, was ist das denn? Ein Metalldach und ein Megaloceros. Ach so, stimmt, wir hatten ja diesen einen Punkt da, diesen Leuchtepunkt hatten wir ja gelootet. Stimmt. So, nehmen wir mal kurz ein bisschen Fleisch mit. Das können wir unten dann gleich reinpacken. Komm, hallo, Tür, da. So, das Trita. Sehr gut, Inventar öffnen. Ach, 12 haben wir sogar noch drin. 4 vergammeltes Fleisch, das. Ich habe jetzt leider nur Stroh mit, ist jetzt natürlich ein bisschen doof. Naja, okay. Ich hoffe mal, es passt alles mit dem Ton gerade. Ich sehe gerade, mein Aufnahmeprogramm spackt ein bisschen rum. Achso, und Timer habe ich natürlich auch vergessen. Das heißt, falls das mit dem Ton nicht stimmen sollte, habt ihr jetzt extra eine längere Folge. Also das heißt extra. Bekommt ihr eine längere Folge. So, und da, achso. Ich denke, bei jedes Mal bei diesen komischen Punkten da, dass da so ein Ding runterkommt, aber das ist ja nicht der Fall. So, was haben wir hier? Haben wir noch Metall drin? Nein. Okay, das heißt, wir müssen gleich mal Metall sammeln. Haben wir hier noch Metall? Ja, 5 Metall. Was haben wir hier? Wir haben hier das Schwert. Hier Armbrust. Das fehlt uns dafür. Uns fehlen noch 2 Metall und Holz. Okay, 2 Metall und Holz. Das ist kein Problem. Packen wir das erstmal da rein. Und, ach, guck mal, wir haben ja noch ein bisschen was. Machen wir erstmal wieder ein paar Narko-Dinger hier. Okay, 2 Metall und Holz. Das heißt, Metall. Kümmern wir uns erstmal ums Holz. So, ich habe hier ein bisschen was an der Grafik gemacht. Das heißt, ich dürfte jetzt eigentlich nicht mehr so welche Lecks haben. Ich hoffe echt, dass mit dem Aufnahmeprogramm klappt hier alles. Es ist nämlich gerade echt ein bisschen komisch, was das hier macht. Ja, ansonsten haben wir hier gut aufgeräumt, würde ich mal sagen. Naja, ein bisschen... Es ist hier immer noch komisch mit den Lichtverhältnissen. So, irgendwann gehen wir da auch mal hoch. Ich wollte mir vorher aber eventuell nochmal einen Flugsaurier holen, weil das wäre schon ein bisschen luxuriöser. So, hier haben wir eingebratenes Fleisch. Den teilen wir mal. Also ich will mal 20 davon haben. So. Zack, haben wir mal aufgefüllt. Hat er hier noch zu naschen? Ah, er hat einen kleinen Haufen gemacht. Mittelgroß ist er sogar nur. Ne, reiten will ich jetzt nicht. Inventar öffnen. Ja, Essen hat er noch. Er hat auch ein paar... Hat er auch Narkoberry Seeds? Sieht jetzt gerade nicht so aus, ne? Karotten, Kartoffeln, Mais, Tinto, Zitron, Mejo, Stimberry. Keine Narkoberry, okay.
Machen wir ihn nochmal auf Nahkampfschaden. Ja. Wollte ich. Okay, und was war das andere? Ich glaube, nee, Metall fehlte uns noch, ne? Metall fehlte uns noch. Was fehlt uns zum Reparieren von der Spitzhacke? Ah, nee, ich habe hier noch eine. Alles klar. So, Metall wäre jetzt hier nicht schlecht. Aber es sieht gerade nicht so heftig nach Metall aus. Wenn ich ehrlich sein soll. Gehen wir mal ein Stückchen höher noch. Die erste richtige Erkundung hier quasi. Was ist denn nur Stein? Ich dachte, da wäre irgendwie wieder ein Dinosaurier. Stein. Und dann gucken wir, was uns oben erwartet. Da ist ja auf jeden Fall ein Vulkan. Den hatten wir in der letzten Folge schon gesehen. Oder vorletzten oder vorvorletzten. Ich weiß nicht genau. Da vorne ist ein Metallstein, okay. Da ist ein Pferd? Nee, so ein Zebra ist das. Das ist nicht gefährlich, oder? Wo ist denn der Bogen? Wo ist denn unser Bogen? Ah, hier. Fasern. Noch nicht genug Fasern. Okay. Knuckleberry-Samen, sehr gut, dann haben wir die auch schon mal. Ne, Stein wollte ich jetzt eigentlich nicht sammeln. So. Zack. Das würde ich eigentlich gerne zähmen. Das Pferd. Deswegen will ich es jetzt nicht umbringen, aber wir haben momentan keine Narkosepfeile mit, beziehungsweise kaum Narkosepfeile mit. Ah ja. Hier ist die Action, okay. Ach guck mal, da kriegen wir Obsidian raus, okay. Wir waren ja aber eigentlich unterwegs, um ein bisschen Metall zu holen, ne? Das Problem ist gerade, dass wir relativ schwer sind. Was wollten wir denn bauen? Irgendeine Waffe, ne? Ich würde vorschlagen, dass wir hier hochreiten dann. Weil sonst können wir kaum was tragen. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal wieder runter. Dann reiten wir gleich mit Trita hier hoch. Machen auf dem Weg, also wenn wir unten sind, noch mal ein paar Narkosepfeile und dann holen wir uns noch ein Pferd. Würde ich sagen. Und gleich aber runter. Oh. Ja. So, da müssen wir auch noch mal ein bisschen was fällen. Da haben wir dann eine bessere Sicht. Ich glaube, wir lernen Trita jetzt erstmal aus. Und dann holen wir mal richtig viel Holz. Und daraus können wir eventuell dann sogar auch so ein Dinosaurier-Tor machen. Und dann ist Trita auch erstmal safe. So, ja, ich bin erschöpft. Wir sind ja schon da. Ist ja alles gut. So, dann packen wir die erstmal wieder da rein. Obsidian kann auch da rein. Das Holz kommt dann erstmal wieder da rein. Fasern, Stroh meinetwegen auch. Steine auch. So, die 22 Pfeile werden wir dann gleich zu Narkosemittel machen. Dann packen wir hier mal unsere Wunderkerze und so rein. Moment mal, es geht gar nicht, oder? Ne, es geht gar nicht. Ach, das ist doof. Dann... Ja, hier will ich eigentlich auch ungern reinpacken, wenn ich ehrlich bin. Weil das wird das alles nur verstopfen. Also wir können hier mal ein paar Beeren essen. Auf 9 und auf 0. So, immer kurz 202 Azulbeeren. Ist nicht schlecht.
Okay, da haben wir noch welche, das ist gut. Und das Fleisch packen wir dann halt mal rüber. Das brauchen wir, das Fleisch. Die Kohle kann eigentlich auch rüber. Ja, Stimberries, ja, können eigentlich auch rüber. So, dann ziehen wir uns noch kurz an. Das geht ja auch ein bisschen vom Gewicht hin runter, glaube ich. Hoffentlich. So, und wie gesagt, ich hoffe, es passt alles vom Ton her. Ich kann es nämlich gerade nicht sagen. So, genau, hier haben wir jetzt noch ein Metall drin. Da müssen wir Triter nochmal ausleeren. Dafür stellen wir die mal hier vor die Tür. So, so ist ganz gut. Oh, das ist ja richtig praktisch. Oha, da haben wir aber hier was richtig gut gemacht. Mal. So. Ne, da öffne ich ja mein Inventar. Inventar öffnen. So, gib mir mal die. Gib mir mal. Lol, werft die jetzt gerade raus? Oder habe ich die jetzt gerade genommen? Keine Ahnung. Hallo? So. Dann, was ist denn O jetzt? Mir fallen lassen. T ist übertragen. Okay. Gib mir mal die, die kannst du behalten. Gib mir mal die, die, die und die, die, die. Dann die nochmal, die nochmal, die nochmal, die nochmal, die. Und die, die, die. Machen wir mal ein bisschen abwechslungsreiches Essen. So. Okay, jetzt ist das Gewicht wieder relativ weit unten. Sehr gut, dann packen wir hier mal ein bisschen was rein. Wir brauchen auch wahrscheinlich bald einen zweiten Schrank. So, zack, 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 zack. So. Okay, mein Gewicht ist in Ordnung. Tritas Gewicht ist in Ordnung. Müssen wir jetzt mal ein paar Narkosepfeile machen. Zack. Eins abteilen, halbieren. Und das jetzt nochmal halbieren. So, dann kommt 15 wieder rein. Und wir machen uns ein paar Narkosepfeile. Und wir müssen auch gleich noch einmal zum Wasser. Machen wir uns mal so 30. Hallo? Warum erkennt ihr die 30 denn nicht? Ah, jetzt. 30. Okay. So. Ja, Tita. Mach da ruhig hin. So. Dann reiten wir einmal zum Wasser. Essen da was Schönes. Oder beziehungsweise wir trinken was Schönes. So. Zack, danke. Kann sich einfach regenerieren. So, Pfeile sind fertig. Wir sind satt, okay. Gewicht ist in Ordnung. Uns geht es gerade ganz gut, außer dass es halt ein bisschen kalt ist, aber das kann ich jetzt gerade auch nicht ändern. Wollen wir echt mit dem hier hoch? Ah, das kann lange dauern. Naja, wir haben ja Zeit. Ansonsten ist die Folge auch bald vorbei. Dann mache ich das kurz offline, reite da hoch und dann... Das muss ja wirklich nicht nach Folge sein. So, geben wir noch ein paar Bären. Ich glaube, er kann überall hoch, wo grün ist. Oder? Ja. Ach guck mal, wir sind ja gleich schon oben. Das geht ja relativ schnell eigentlich. So, Trita. Gleich haben wir es geschafft. Immer noch alles frei oben. Sehr gut. Dann gehen wir einmal zum Metallstein. Da oben ist ein Flug-Dingsens. Den gönnen wir uns auch mal irgendwann. Vielleicht sogar jetzt. Habe ich da jetzt eine Narkosepfeile drin? Nein.
Schade. Ja, das wäre zu verschwenderisch, wenn wir das jetzt so machen. Wobei, jetzt kommt er gerade. Ach nee, komm. Da müssen wir mal einen nehmen, der gerade auf dem Boden ist, weil ich will jetzt nicht alles verschießen. Ich glaube, das versteht ihr. Hoffentlich. So. Gönnen wir uns hier mal kurz Metall. Warum bekomme ich kein Metall? Ah, jetzt. Ey, ich brauche Metall, kein Stein. Bevor ich den Stein jetzt aber wegwerfe, gucke ich noch einmal kurz, was wir für dieses Dino-Tor brauchen. Brauchen wir nicht auch relativ viel Stein für. So. Was? So, Trita. Kann ich das einmal kurz in dich reinmachen? Gott, guck mich nicht so böse an, bitte. 32 Metall, 11 Rohre, 12 Stein, ja, ein bisschen mehr Stein als 12. Oha, sie ist aber auch schon relativ gut beladen. Also, unten rennen die Pferde rum. Und ich würde sagen, darum kümmern wir uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, dass wir hier Ark Survival Evolved spielen. Bis zum nächsten Mal. Euer Jan.